Ich bin so begeistert darüber, dass Pulse of Europe jetzt in allen Städten so viele Anhänger gefunden hat und eben das Europa, was uns, und wenn es das einzige wäre, 70 Jahre kriegsfrei zu sein. Während meines ganzen Lebens musste ich keinen Krieg erleben in meiner Umgebung. Pulse of Europe zeigt, dass wir nach vorne denken müssen, dass wir in Europa zusammengehören. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es eine große Chance ist, für die wir jeden Tag kämpfen sollten. Also Sie müssen sich mal vorstellen, hier hatten wir den Gründer von Pulse of Europe in Köln. Der hat gesprochen zum 50. Todestag von Konrad Adenauer. Da war die ganze Familie Adenauer. Wir hatten erst überlegt, was nehmen wir für einen Festredner. Und dann, ich bin ja so manchmal so für etwas ausgefallene Dinge bekannt. Und dann haben wir den genommen und die Familie war so begeistert, dass ein Enkel sofort am nächsten Sonntag bei Pulse of Europe gesprochen hat auf dem Roncalliplatz und unheimlich gut angekommen ist. Und die waren gegenseitig so begeistert voneinander.